Habt ihr gewusst, dass Haferflocken ein Vollkornprodukt mit einer sehr guten Nährstoffbilanz ist? Sie enthalten reichlich Ballast- und Mineralstoffe, Vitamine und Proteine. Also perfekt für ein gesundes Frühstück. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo von mir. Fast täglich esse ich Haferflocken zum Frühstück. Eine kalte und eine warme Variante zeige ich euch im heutigen Video. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Für meine Overnight Oats benötigt ihr folgende Zutaten: Haferflocken, Flohsamenschalen, Haferkleie oder Haferkleieflocken, Skier, Apfelmark, frische Vollmilch, Hafermilch und Zimt. In eine Schüssel gebt ihr einen guten Esslöffel Skier. Dazu schüttet ihr die Haferflocken und die Haferkleieflocken. Es kommen nun ein Teelöffel Flohsamenschalen dazu und 3 bis 4 Esslöffel Apfelmark. Danach gießt ihr mit Hafermilch und Vollmilch auf. Ein wenig Zimt dazu und kräftig verrühren und quellen lassen. Ich bereite mir die Oats am Abend vor und stelle sie zum Quellen in den Kühlschrank. So habe ich am Morgen ein super leckeres Frühstück. Für die warme Variante, das Porridge, benötigt ihr Haferflocken, Flohsamenschalen, Hafermilch, frische Vollmilch, Haferkleieflocken und Zimt. Ihr gebt die Haferflocken, Haferkleieflocken und 2 Teelöffel Flohsamen in einen Topf. Ein wenig Zimt dazu. Ihr gießt jetzt mit Vollmilch und Hafermilch auf. Nun lasst ihr das Porridge unter gelegentlichem Umrühren aufkochen. Sollte der Brei zu dick werden, verdünnt einfach mit ein wenig Milch. Und schon ist euer Porridge fertig. Gebt ein wenig Apfelmark oder frisches Obst zu eurem Porridge und lasst es euch schmecken. Hafer ist von allen geläufigen Getreidearten vermutlich die mit Abstand beste und gesündeste. Hafer ist glutenarm und gleichzeitig deutlich nährstoffreicher als alle anderen Getreidearten. Kein Wunder, bietet der Hafer fantastische Eigenschaften für unsere Gesundheit. Probiert die beiden Frühstücksgerichte doch einfach mal aus. Haben sie euch geschmeckt? So lasst es mich wissen. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!